Im Frühsommer 2020 brach unter Berliner Islamisten kurz Euphorie aus. Man wolle eine Moschee bauen, in einer Stadt, wo quasi katastrophal ist, erzählte der Anführer der Gruppe, Jarab, in einem überwachten Gespräch. Die Männer wollten anknüpfen an alte Zeiten, in denen die Ultraradikalen sich in Berlin noch offen treffen. Vorbild sollte die dschihadistische Fusilet-Moschee sein. Sie war im Februar 2017 nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz geschlossen worden. Der Attentäter Anis Amri hatte in der Moschee verkehrt. Doch aus den Plänen für einen neuen Treffpunkt wird erst fanden die Islamisten keine festen Räume für ihre Moschee. Nun hat der Berliner Innensenator Andreas Geisel, SPD, die Truppe verboten, die zuletzt unter dem Namen Tauhid Berlin auftrat. Geisel und seine Sicherheitsbeamten wollten verhindern, dass sich die dschihadistische Szene in der Hauptstadt neu formiert und es womöglich zu weiteren Terroranschlägen. Weil die Behörden die Islamisten für Gewalt bereithalten, rückten sie am Donnerstagmorgen um 6 Uhr mit einem Aufgebot von 850 Polizisten aus und durchsuchten 26 Wohnungen in Berlin und Brandenburg. Predigten mit Dschihad-Gesängen. Geisel begründete das Verbot unter anderem damit, die Gruppe habe den bewaffneten Dschihad und Anschläge auf Zivilisten befürworten. Wir dulden keine Räume, in denen der Terror propagiert und der sogenannte Islamische Staat glorifiziert wird, sagte der SPD. Nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz war es zunächst ruhiger geworden im Berliner Islamisten. Der Druck auf die Szene war gestiegen. Doch Ende 2018 fiel den Behörden ein Kanal beim Messenger-Dienst Telegram auf, der zunächst unter dem Namen Yamad und später folgten Kanäle auf YouTube und Instagram. Einige Monate betrieb die nun verbotene Gruppe eine eigene Enteignung, vergrößern Jarabi. Anis Abu Umar, Standbild aus einer Predigt auf Instagram. Als Anführer agierte Jarabi, von seinen Anhängern auch Scheich Abu Umar genannt. In seiner Wohnung in Berlin-Reinickendorf verbreitete er radikale Lehren und stachelte seine Anhänger nach Überzeugung der Behörden gegen die Ungläubigen. Eine im Netz verbreitete Predigt war unterlegt mit Dschihad-Gesängen, in denen aufgerufen wurde, die Tyrannen zu zerstückeln und dabei die Juden nicht zu schonen. B. hat nach Spiegel-Informationen seit 2015 Verbindungen in die Berliner Islamist. Früher soll er ebenfalls in der radikalen Fusilet-Moschee gebetet haben, die sich selbst als Moschee der Islam-Jarabi und seine Anhänger lehnen laut der Berliner Innenbehörde die Demokratie und den Rechtsstaat fundament. Sie akzeptierten nur die Scharia, inklusive brutaler Strafen wie Handabhacken. In einem Flyer der Gruppe hieß es, Parlamente, die Gesetze entwerfen, die Allahs Gesetzen widersprechen, seien falsch. Mehr zum Thema Berlin und Brandenburg. Großrazzia nach Verbot von salafistischer Vereinigung Eiken, Spiegel Plus Eiken, Spiegel Plus wichtigster Fall. Mein Pakt aus, ich verfluche den Tag, an dem ich Anis Amri begegnet bin von Mobil, Roman Lebeder und Fidelius Schmidt. Urteil gegen islamistische Hassprediger. Wie ein V-Mann und ein Ex-Islamist Abu Wala hinter Gitter brachten aus Celle. Berichtet Wiebke Ram Eiken, Spiegel Plus Eiken, Spiegel Plus Islamisten, ich bin ein Terrorist, haha. Viele Aktivitäten der Gruppe spielten sich in privaten Zirkeln ab, bei Treffen in Wohnungen, in Parks oder beim Gericht. Dennoch blieb den Sicherheitsbehörden nicht verborgen, wie radikal die Islamisten sich gerieten. Einer der Männer bezeichnete nach Spiegel-Informationen deutsche Richter in einem abgehörten Telefonat als Kinder. Ein anderer beschimpfte in einem WhatsApp-Chat Bundeskanzlerin Angela Merkel als hirnlose dumme Frau und wünschte sich, dass Gott sie vernichten will. Selbst Muslime, die die extremistische Glaubensauslegung der Islamisten nicht teilten, waren in den Augen der Gruppe ungläubig. Eigene Untergruppe für Frauen auf Telegram postete die Gruppe ein Bild gebet. Allah soll den islamischen Gotteskriegern zum Sieg verhelfen und die Flugzeuge ihrer Gegner abstürzen lassen, hieß es, als der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi im Oktober 2019 in Syrien den Angriff auf sein Versteck starb. Trauerten die Islamisten mit einer Art Foto nach gegen mehrere der Männer von Tauhid Berlin laufen Ermittlungsverfahren. Einer soll einen Polizisten als Hurensohn beleidigt und ihm gedroht haben. Wir haben ein Foto von dir. Ein anderer steht im Verdacht, der Terrorismus finanziert. Zwei der rund 20 Mitglieder der Gruppe werden als Gefährder geführt. Ihnen traut die Polizei Gewalttaten bis hin zu an. Für Frauen gab es bei Tauhid Berlin eine eigene Untergruppe. Die Anführerin soll nicht minder extrem. In islamistischen Unterrichtseinheiten in einer Privatwohnung sollen ihre Schülerinnen nicht nur indoktriniert, sondern auch an radikale Männer vermittelt worden sein, zum Zweck der Heiraten. Der